Name ist Christoph Bäumer. Ich bin von der Ausbildung her Arzt, Orthopäde und habe einen längeren Weg, medizinisch gesehen, von der Ausbildung hinter mir über die klassische Ausbildung mit dem frühen Kontakt über die traditionelle chinesische Medizin, über die Sportmedizin mit leistungsphysiologischen und sportverletzungstechnischen Mustern rein quasi in die ganzheitliche Medizin vom Verständnis, wie der Mensch funktioniert, was mich immer interessiert hat. So kam ich dann auch letztendlich zur Osteopathie, die Ausbildung, die Grundausbildung in der OSD, aber auch in der amerikanischen Variante der osteopathischen Ausbildung. Mit englischen Osteopathen habe ich viel Kontakt gehabt. Die kinderosteopathische Ausbildung habe ich dann hier in der OSD auch noch gemacht. Das war einer meiner wertvollsten, wichtigsten Kurse, wo ich extrem viel gelernt habe, mit sehr, sehr guten Lehrern. Und so kam ich dann in die Praxis, in meine Praxis, die sich entsprechend verändert hat, von der klassischen Orthopädie rein in die ganzheitliche Haltungsmedizin, in das Verständnis, wie die inneren Organe Kontakt haben mit der Haltung, diese auch beeinflussen. Und mit guten Lehrern, die man hatte, wirklich in persona oder auch aus der Literatur, ergibt sich dann mit der Zeit einfach ein eingeschliffenes System, was ich in meiner Praxis auch lebe, was ganzheitlich ist, in Ergänzung mit komplementären medizinischen Verfahren, die meine Frau, die ebenfalls Ärztin ist, hinzubringt, als Ärztin für Naturheilverfahren, Urologin, Hormonspezialistin, Stressfachfrau, Präventionsmedizinerin. Und all das Ganze zusammen ist jetzt das geworden, was mein medizinisches Credo angeht und was ich auch lebe in meiner Praxis für meine Patienten. Mich persönlich hat zur Osteopathie gebracht die Überzeugung, dass der Mensch mehr ist als die Summe seiner Einzelteile, dass der Mensch ganz bestimmt als Einheit funktioniert. Und ich habe nach Methodik gesucht, wie ich das besser verstehen und systemisch darlegen kann für mich in der Medizin. Weil meine Ausbildung war ja eher pathologiefixiert. In der Medizin wird eigentlich alles definiert über die Pathologie, sowohl die Diagnostik wie auch die Therapie. Mich hat immer gestört, dass niemand danach fragt, wie gesund der Mensch denn ist. Also diese Gesundheit an sich war einfach negativ definiert nach dem Motto, Mensch ist nicht krank, dann muss er wohl gesund sein. Und das ist so, habe ich gelernt, nicht richtig. Und die Osteopathie war neben der traditionellen chinesischen Medizin ein wichtiger Aspekt auf den Menschen in Bezug auf seine Gesundheit, in Bezug auf seine Funktion. Eine gute Funktion ist der Ausdruck von Gesundheit. Wenn ein Mensch nicht krank werden will, sollte er besser gut in der Funktion bleiben, weil die schlechte Funktion ist der Vorläufer der Krankheit. Werden wir also funktionell gesund bleiben, werden wir nicht krank werden. Und das ist in der Osteopathie, so einfach das klingt, wunderbar umgesetzt. Die Funktionsstörung in der Osteopathie ist zunächst die Hypomobilität. Ein Thema, was für mich in der Haltungsmedizin, so wie ich sie lebe, ich habe die Haltungskrankheit als solche definiert, weil es die bisher so nicht gab. Aber da ist die Hypomobilität einer der hauptdiagnostischen Elemente und daran macht sich etwas fest. Es gibt eine Ursache für die Hypomobilität, es gibt eine Folge von der Hypomobilität. Und die langfristige Folge ist immer die Krankheit. Das verhindern zu wollen, ist der edelste Auftrag eines Heilkünstlers und wenn man die Funktion wieder hinstellt, wieder herstellt, dann ist genau das die Folge. Und das ist für mich die begeisterndste Idee gewesen. Das habe ich gesucht und in der Osteopathie habe ich einen Teil davon gefunden. Es ist komplementär. Was kann die Osteopathie von der Schulmedizin lernen? Was kann die Schulmedizin von der Osteopathie lernen? Ich trenne das überhaupt nicht, weil für mich ist Osteopathie Schulmedizin. Für mich ist die Schulmedizin auch eine wichtige Grundlage der osteopathischen Medizin. Man kann überhaupt nicht trennen, weil ich das Wort des Komplementären sehr gerne bemühe. Das heißt, das eine ohne das andere ist möglicherweise nicht vollständig. Ich würde immer die beiden Sichtweisen, will ich mal sagen, auf den Menschen versuchen zu verbinden. Genauso wie ich Naturheilverfahren, auch die Homöopathie, die energetischen Aspekte des Menschen, ob sie homöopathisch oder traditionell chinesisch gesehen werden. Die Ernährungsmedizin der Chinesen ist sicher mindestens so gut wie die unsrige.
Unsere Ernährungsmedizin krankt ein bisschen an einer apodiktischen Vorgabe, die nicht an Menschen orientiert, sondern an der wissenschaftlichen Datenlage orientiert ist, die, finde ich, nicht immer ganz richtig ist. Nicht richtig im Sinne von wahr. Ja. Und insofern sehe ich da überhaupt keinen Widerspruch. Die Osteopathie kann von der Schulmedizin lernen, was die wissenschaftliche Basis angeht. Die ist in der Osteopathie noch nicht immer so gut, was ich auch als Lehrer in der Osteopathie und als Prüfer auch hin und wieder feststellen muss. Andererseits müsste die Schulmedizin sehr viel übernehmen, also die bei uns sogenannte Schulmedizin, einiges übernehmen von der ganzheitlichen Sicht, von der Funktionalität des Menschen. Der Schulmediziner, der klassische Schulmediziner, geht nach wie vor davon aus, wenn ich keine Krankheit finde, dann ist der Mensch gesund. Was aber, wenn es dem Menschen nicht gut geht? Er aber keine Krankheit hat. Das könnte die Schulmedizin von der Osteopathie lernen. Was mich antreibt in der Medizin, in der Osteopathie, in der Heilkunst, ist, dass ich am Ende meines Lebens verstanden haben möchte, wie der Mensch funktioniert. Ein demutsvoller Herangang an diese Frage, natürlich, ich werde es nicht ganz verstanden haben, aber ich hoffe, ein bisschen weitergekommen zu sein und ein bisschen von dem, was ich lernen durfte, noch weitergeben zu können. Ich denke, dass wir alle unser Wissen teilen sollten, zum Wohle unserer Patienten. Ein guter, wichtiger Lehrer für mich hat mal gesagt, wenn du mit deiner Kerze eine andere anzündest, wird dein Licht nicht dunkler. Das stimmt. Das heißt, das Weitergeben von Wissen, das Weitergeben auch von praktischen Erfahrungen, was vielleicht nicht unbedingt Wissenschaft genannt werden darf, aber die praktische Erfahrung im Arbeitsleben am Patienten ist nicht weniger wertvoll als eine gut gemachte Studie. Insofern ist das mein Antrieb gewesen, einfach diese Erkenntnis so zu optimieren, wie man es in einem Leben halt hinbekommen kann. Ich bin noch nicht am Ende meiner Reise, aber ich habe schon ein ganzes Stück hinter mir. Die diagnostischen Verfahren, die ich in dieser Kombination von medizinischer Denke, von der Heilkunst, so wie ich sie verstehe, anwende, sind natürlich komplex. Es sind verschiedene medizinische Welten, die künstlich getrennt sind, aber die ich gern zusammenbringen möchte, weil es gar nicht anders geht. Das Zusammenbringen in der ersten Ebene ist das zunächst mal das sehr ausführliche Gespräch, die Anamnese, die nicht fokussiert und auch nicht zeitlich lokalisiert sein darf. Sie ist natürlich, wie wir Osteopathen das sowieso machen, Lifetime organisiert, mit einer besonderen Berücksichtigung der beiden Aspekte. Was führt dich her und was hättest du gerne? Was ist dein Ziel? Trotzdem muss man das gesamte System abfragen, nicht nur die Organsysteme, sondern auch das Lebenssystem von geburtlichen Geschichten, auch vorgeburtlichen möglicherweise, in jedem Fall aber die gesamte Lebensgeschichte. Und da finden sich in der Regel, das wissen auch erfahrene Therapeuten, 80% aller diagnostischen Inhalte sind da eigentlich drin, wenn man es denn dann zusammenbringen kann zu einer vernünftigen, funktionellen Verdachtsdiagnose. Und diese Verdachtsdiagnose kann man dann erhärten in den Dingen, die man macht, in der Haltungsmedizin, Ganganalyse, Haltungsanalyse, in der Biochemie, insbesondere des Darmes, was dann für die Haltungsmedizin enorm wichtig ist, gibt es ebenfalls weitführende diagnostische Methoden, die man einfach machen kann. Wie funktioniert der Mensch in seinem vegetativen Nervensystem? Die beste Messlatte ist die Herzratenvariabilität, die sehr regelhaft eingesetzt wird, weil wir auch einen stressmedizinischen Schwerpunkt in der Praxis haben. Dann die ganzen Ernährungsfehler, die wir nolens volens machen in einer Welt, einer zivilisatorischen Welt, die einfach viele Fehler hat. Das führt auch zu weit, führen darauf jetzt einzugehen, aber in jedem Fall ist die Ernährung nachweislich nicht mehr gehaltvoll. Die wichtigen Dinge, die wir brauchen, sind nicht mehr ausreichend drin und manche Dinge, die wir nicht so gerne aufnehmen möchten, sind schon drin. Und das belastet unseren Organismus letztendlich biochemisch bis hin zu energetisch. Auch da gibt es seit 2019 Nobelpreis belohntes neues Wissen über mitochondriale Erkrankungen, die in dem Rahmen zu diskutieren sind, sowohl stressmedizinisch wie ernährungsmedizinisch, toxikologisch. Es gibt Möglichkeiten, das zu kombinieren, rauszukriegen, wer macht was, wie war die Reihenfolge. Das ist unglaublich komplex, wo auch die osteopathische
funktionelle Myodiagnostik oder auch kinesiologische Untersuchungsart durchaus seinen Platz findet. Wir können durch entsprechende Untersuchungen der Stoffwechsellage sehr präzise gucken, wie der Mensch seine Energie bereitstellt. Auch das ist häufig wiederum stressmedizinisch mit verändert. Das heißt, wir haben Menschen, die so gut wie 100% ihrer Energiebereitstellung aus Kohlenhydraten ziehen. Dass das ungesund ist, dass das die Vorstufe des Diabetes mellitus ist, dass das einen Fettaufbau, aber keinen Abbau mehr möglich macht, das wissen wir alles theoretisch, aber wie gehen wir damit um? Das heißt, die Ursache einer Fettleibigkeit, einer Energiebereitstellungsproblematik, einer Haltungsproblematik, dann eigentlich zu begründen und zu behandeln, geht über das osteopathische Tun erheblich hinaus. Das heißt, mit rein osteopathischen Tun würde man ein solches Krankheitsbild natürlich nicht klären können. Deswegen ist die Osteopathie ein sehr wertvolles Diagnostikum und Therapeutikum, aber wir werden ohne Frage die Medizin neu denken müssen. Ich glaube, dass die Herangehensweise weder in der einen oder anderen Sichtweise allein uns in der Heilkunst am Ende des Tages zufriedenstellen wird, unsere Patienten auch nicht. Insofern ist das ein Prozess, eine Riesenbaustelle, die uns noch sehr lange beschäftigen wird. Ein Ende ist für mich da überhaupt nicht absehbar, aber das ist Medizin, wie ich sie verstehe, Heilkunst. Und ein so spannendes Thema. Ich habe nichts Besseres, nichts Schöneres bislang in meinem beruflichen Leben gesehen als diese Herangehensweise. Eine Masterclass über Haltungsmedizin ist für mich die Königsklasse in der Osteopathie, wie ich sie verstehe, weil die Haltung, die ein Mensch hat, von unglaublich vielen Faktoren abhängt. Wir wissen alle von der Genetik, wir wissen von der Epigenetik, wir wissen von der Stressmedizin, wenn einem was an die Nieren gegangen ist. Wir wissen aber auch um die beeinträchtigte Haltung, gerade auch schon der Jüngsten in unserer Gesellschaft, die bereits in Kindertagen anfangen, von der Haltung her zu verfallen. Das sieht man, wenn man auch Kindermedizin macht, nicht nur Kinderosteopathie, sieht man das. Kaum ein Kind kann mehr Scherenlauf machen, rückwärts laufen, Purzelbaum, Rad schlagen. Das heißt, die motorischen Fähigkeiten, die auch sensorisch mitgesteuert sind, werden tatsächlich immer schlechter. Das Ganze ist auch wissenschaftlich gut untersucht. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang verfolgt und habe dann gesehen, dass da gar nichts gegen gemacht wird. Das heißt, die motorischen Leistungsniveaus von jungen Menschen werden immer schlechter. Das motorisch gestörte, das haltungsgestörte Kind ist aber der Rückenschmerzpatient von morgen. Und deswegen habe ich da für mich eine besondere Methodik entwickelt, das festzustellen, dass das so ist, die Haltung gestört ist. Wir suchen sehr komplex nach möglichen Ursachen, die dann insbesondere osteopathisch, aber auch anders behandelt werden können, möglichst nah an der Ursache. Osteopathische Läsionen sind aber häufig auch nur wieder ein Blick auf die Oberfläche und nicht immer das, was wir so hoffen als Osteopathen, die Key Lesion. Die liegt häufig tiefer und wenn man Haltungsmedizin dann bis zum Ende durchdenkt, wird man immer auch noch andere Gründe finden dafür, warum Haltung als phänotypisches Ausdrucksbild einer weitergehenden Krankheit mit den Befunden, die man findet, so dann auch festzustellen ist. Und deswegen ist für mich die Haltungsmedizin wirklich diagnostisch wie therapeutisch eine der Königsklassen in der Osteopathie. Ich habe von der Osteopathie sehr viel lernen dürfen. Es ist ein wertvoller Baustein meiner medizinischen Denke und meiner Handlungsweise geworden. Und ich habe auch Glut empfangen von bestimmten Lehrern, Tajinder Deora, die unglaublich immunologisch und viszeral arbeitet und mir unglaublich viel beigebracht hat in der Ausbildung in der OSD. Aber auch andere Lehrer, die ich in Philadelphia im PCOM hatte oder auch im Rahmen meiner anderen Ausbildung, die ich gemacht habe, jetzt nicht osteopathisch, da waren jeweils grandiose Lehrer dabei, die es geschafft haben, die Neugier wachzuhalten und den Wunsch nach weiterem Lernen. Natürlich kann so ein Kurs immer nur ein Anfang sein, eine Tür aufzumachen, wie ich sage, in ein etwas erweitertes Denken. Wir Osteopathen, wir alle, die Heilkunst betreiben, sind gehalten, immer neugierig zu bleiben, es weiterzuentwickeln. Und großartige Lehrer wie Levine oder Gordon Zink, die haben nie aufgehört. Ich glaube, dass wir auch nie aufhören sollten. Und dazu möchte ich die Tür aufmachen.